Wie mache ich jetzt das möglichst kompakt? Dass also hier die Sympathie, dass alles, was du denkst, alles, was in Erscheinung tritt, sind Protagonisten oder Erscheinungen in deinem Traum. Die können als Ding an sich weder was spüren, weder selber denken, noch irgendwas fühlen. Das gilt für alle ausgedachte Dinge. Das heißt, deine rechte Hand, wenn du dir die jetzt ausdenkst, die kann genauso viel spüren wie wenn der Tisch. Wenn ich mit dem Hammer auf den Tisch drauf haue, ist dir klar, dass der Tisch nichts spürt. Wenn du auf deine rechte Hand drauf haust, die rechte Hand spürt auch nichts. Selbst schulmedizinisch, sag mir, was in der Hand drin ist, zeig mir ein Lehrbuch, wo gesagt wird, da ist irgendwas drin, was Schmerz erzeugt. Da sind Rezeptoren drin und die leiten eins das Drucksignal, ich mache jetzt Naturwissenschaft, das Drucksignal hoch, das geht dann in den Thalamus rein, das übrigens, habe ich so oft schon gesagt, auf Lateinisch Schlafzimmer heißt, Z im Meer heißt die Geburt im Meer, du bist der, der immer ist. Und dann spürst du das komischerweise, wenn das da ankommt, aber du meinst, es tut da unten weh. Habe ich viele, viele Beispiele. In dem Moment, wo du empathisch bist, und da kommt jetzt das Wort Empathie, ist ganz, ganz interessant. Ich würde es jetzt gerne im Griechischen nochmal genauer anschauen, aber ich mag es kurz. Die Sympathie ist ein Mitleiden mit irgendwas Ausgedachtes. Das Erste, was du begreifen musst, und darüber diskutiere ich nicht mit deinen Trockennasenaffen, dass wenn du mit irgendjemandem oder etwas mitleidest, ob jetzt das eine Krankheit ist, ob das jetzt ein Mensch, ein Trockennasenaff ist, oder du leidest bloß an einem gewissen Glauben, der einseitig ist und Schmerzen erzeugt aufgrund dieser Regeln. Deswegen geht's dem Ding, das du dir jetzt ausdenkst, mit dem du mitleidest, kein bisschen besser. Stimmt oder stimmt? Du vermehrst das Leid in dir selber. Das heißt, ich halte jetzt das da mal fest, egal mit wem du mitleidest, dein Mitleiden ändert an dem, der angeblich leidet, mit dem du mitleidest, an seinem Leid überhaupt nichts. Das heißt, du vermehrst das Leid. Wenn du jetzt aber verstehst, dass dieses Ding als Ding an sich überhaupt selber gar nicht leidet, dass das eine Illusion ist, dann merkst du, dass das relativ unsinnig ist. Und jetzt komme ich zur Apathie, das heißt nicht leidend, wenn einer apathisch da sitzt, was ja eigentlich dann, müsste ich sagen, ein schöner Zustand ist, aber die Schulmedizin sagt zu dir, der ist nicht normal. Weil es nicht normal ist, wenn man apathisch ist, wenn man nicht leidet. Das große Fall ist die Empathie. Und da wirst du jetzt merken, jetzt rutschen die von dem Wortsinn weg. Es ist nämlich definitiv so, wenn, egal wo du in Wörterbüchern nachschaust, in der Psychologie, egal wo es ist, und du schaust, was bedeutet Empathie, und da wird das Ding immer irgendwie, ich umschreibe es mal mit Mitgefühl übersetzt. Und da merke ich jetzt schon, dass das Wort wieder entheiligt wird, so nenne ich das, weil Empathie bleibt Empathie. Ob ich eine Sympathie habe, eine Apathie habe, Empathie ist Empathie und es ist Leid. Und wir machen jetzt plötzlich ein Gefühl aus dem Leid, aber die Vorsilbe M kommt von Emos, das heißt mein. Das heißt, in dem Moment, wo du empathisch bist, ist es mein Leid. Weil mir ja festgestellt habe, das Ding, mit dem ich sympathisiere, als Ding an sich selber gar nicht leidet. Es ist letztendlich alles Leid, was du erlebst, ist Empathie. Es ist immer dein Leid, weil den Traum erlebt nur der Geist, der träumt, niemals eine Figur im Traum. Niemals eine Figur im Traum. Es wird für dich natürlich immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Und da kommt dann dieser absolute Irrsinn, dass wenn du was nicht denkst, ist es in der Heiligkeit. Erst wenn du dir es ausdeckst, existiert es hier und jetzt in deinem Kopf. Und wenn du die 4 Stufen der Vergessenheit durchrastest, wirst du merken, wo die Falle liegt, die kennen wir alle.